Recht herzlich willkommen zur 124. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind auf dem Weg hier zu unserem, wie hieß der, Gilbury oder so ähnlich, Gibby. Und ja, sind da schon ziemlich weit fortgeschritten, ne? Müssen gucken, dass wir das hinkriegen. Sieht auch gut aus eigentlich hier. Wir nähern uns dem gleich noch an, denke ich mal. Höhe ist ein bisschen schlecht. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Aber eigentlich müssen wir den schon gut sehen können, ne? Da oben ist er. So, da müssen wir eigentlich jetzt hin. Und drehen wir uns mal so rum. So rum. Warte mal, der ist jetzt da. Genau. Und wir müssen sozusagen nach da, weil wir müssen... Ja. Ich glaube, so ist richtig, oder? Damit dieses und der andere Abstand zueinander wachsen. Kann man das... Ne, kann man dann nicht sehen, ne? 10,7, ne? Wird weniger. Und irgendwie muss man die übereinander bringen, die beiden, ne? Der ist so als Punkt ausgewählt, ne, oder? No Target. Target, gut, okay. War das nicht so? Muss ich mal gerade hier unten drehen, damit ich es sehe. Ach, da ist er. Okay. Und da muss dieser Kreis doch da übereinander lappen, dann passt das doch, oder? So. Und jetzt sind wir doch auf dem Posnan-Kurs, oder? Unser Flugplan und dessen Flugplan ist doch jetzt identisch, oder wie war das? 9,5. So, wo ist die andere Seite? Da. Weil wenn wir näher sind, müssen wir irgendwann dann abbremsen. Oder? So. 8,5 Kilometer, 8,6. Wie sieht es das in der Übersicht aus? So. Gut, okay. Das wird jetzt nicht mehr weniger, doch, wird noch weniger. Also wir sind jetzt schneller, ne? Wenn ich das richtig verstehe, oder? Aber wir müssen hier schon wieder korrigieren. Aber wir müssen erst noch da korrigieren, denke ich mal, oder? Hier so. Bisschen tiefer. Tiefer. So. Die nächsten Korrekturen, die müssen wir, glaube ich, alle auf der anderen Seite machen, weil der sonst gleich nachher viel zu schnell an uns vorbei ist. ...4,5, das wird nämlich jetzt verdammt schnell gehen. Aber warte mal, das ist verkehrt. Wir müssen auf der Seite diesmal, wir müssen jetzt ihn reinziehen, ne? Oder wie war das? Jetzt ist das nicht mehr so schnell auf jeden Fall.
So passt's. Das ist nicht verkehrt. 2,7. 2,6er. Drehen wir hier ein bisschen rüber noch. 2,3. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr machen. 2,1. Das ist ja gleich 2 Kilometer drunter, das ist ja schon eigentlich okay so, ne? Das Ziel ist ja jetzt noch so viel schneller, ne? Ja. Ja, wir müssen jetzt mal abbremsen, weil jetzt ist es doch dann. Ja, jetzt passt was nicht mehr. Ich glaube, jetzt müssen wir gucken, dass wir den da wieder hinholen, ne? Das war jetzt falsch. Das war noch schneller. Ich glaube, wir entfernen uns jetzt wieder, genau. Das heißt, jetzt können wir eigentlich hier aufs Ziel zufliegen. Und müsste dann klappen. Nee, das war falsch rum. Wir müssen andersrum. Eigentlich nur so rum ausrichten jetzt. Und dann muss es klappen, oder? So, jetzt wird es weniger oder mehr? Fliegen näher ran, ne, oder? Und hier schon wieder aus, ne? Ne. Es wird weniger. Okay, wir müssen jetzt doch umdrehen, weil die Zahl wird ja jetzt kleiner. Also läuft's jetzt, oder wie sehe ich das? So. Das macht doch jetzt einen guten Eindruck, ne? Naja, 950. Jo, läuft. Sind wir denn da? Gut. Ja, wir müssen näher ran noch und dann weiter abbremsen. Läuft. Bisschen rückt er jetzt aus dem Fokus. Wir sind jetzt auf Bremsen aus. Ja. So. 500 Meter sind da nur zwischen. Weniger. So. Ein bisschen noch.
näher kommen lassen. Okay. So, mal 400, 400 Meter können wir jetzt auch hier Dingens, wie heißt es? So, jetzt sind wir. Ich glaube, fliegen wir sogar weg, ne? No Target ist da jetzt. Kriegen wir das jetzt hin? Na, kriege ich so nicht eingefangen. Ne, geht nicht. Ich komme jetzt nicht näher ran. Schade. Ich hatte jetzt versucht, das Ziel hier umzusteigen, ne? Dass ich die Crew Hatch da getroffen hätte, aber das ist wohl jetzt gerade nicht so möglich, ne? Dann müssen wir das halt im Dingens machen. Im Center. Tracking Station. Und dann müssen wir ihn hier nehmen. Und wo ist er jetzt? Das ist seine Kapsel. Und da hinten ist die Kapsel. Und da müssen wir hier einen Eva machen. Let's go sozusagen, ne? Ich sehe ihn natürlich nicht, das ist das Schlimme. Da unten ist er. Jetzt müssen wir das Jetpack anmachen, haben wir. Und eigentlich nur nach vorne fliegen, ne? Wo ist denn der jetzt? Die Kapsel ist da. Wieso trudelt er so? Hallo? Hör mal auf zu trudeln, mein Guter. Fang dich mal. So, wir wollen da hinten hin. Drehen war so, ne? Genau. Und jetzt dahin. Geht das? Man kann drehen. So. Okay, ich glaube, das funktioniert. Nee, so rum müssen wir. Nach da. So. Aber vor müssen wir vor allem auch, ne? So. Okay. Kann man das mal auf Dings machen? Ne, kann man nicht machen, komisch. Oh, das war falsch rum, wir müssen so rum. Komm schon.
Okay. Hey, wo ist er? Oh, jetzt ist die so groß geworden, dass ich das nicht mehr sehe. Das ist natürlich ganz schlecht, ne? Okay. Oh, wir gehen wieder weg. Das heißt, wieder näher ran. Und auf jeden Fall müssen wir noch da. Meter. Jetzt ist es weg. Vielleicht wird es ja gleich irgendwann mal hell, ne? Und das war falsch rum. So. Ich glaube, wir nähern uns immer noch, ne? Wird auf jeden Fall größer. Das war falsch rum. Okay. Na, kommen wir noch näher oder nicht? Autosaving, cool. Ich glaube, wir sind jetzt gerade nicht an Näherungskurs. Ja. Geht, ne? Langsam, aber wir kommen hin. Wird größer. Das ist Triebwerk, was ich da jetzt gerade, glaube ich, sehe. Das ist schon mal schlecht, ne? Aber ist so. So müssen wir. Ist wie bei den grünen Männchen, ne? So kommt es einem vor. So ein bisschen näher noch. Da ist er. Jetzt müsste man nur wissen, wo genau der Eingang ist. Müssen wir jetzt suchen halt, ne? Es wird aber hell. Cool. Die Sonne kommt da gleich. Das ist cool. Geil. Es wird gerade Licht, wir können da was sehen. Cool. Glück gehabt, würde ich mal sagen, ne? Ist da der Eingang? Jetzt nur Ruhe bewahren, ne? Das ist die Antenne, dann ist da der Eingang doch, oder? Nee. Da ist also nicht der Eingang. Das heißt, wir müssen irgendwo anders rein. Jetzt
weiß ich auch nicht, wie man den in, weiß ich, wie man da so, ich weiß noch nicht mal, wie das nennt. Vertikal, keine Ahnung. So, näher ran erstmal. Ist da die Eingangstür? Ja, da ist sie. Da ist die Eingangstür. Da müssen wir da jetzt gucken, dass wir da hinkommen irgendwie. Zuck, zuck, nicht so schnell, doch ein bisschen noch vor. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Kein Gefühl dafür. Ach, noch massig weit weg. So. Noch nicht richtig. Noch ein bisschen rechts. Stopp. Links. Runter. Nee, das wird nichts. Da ist er, ja, super, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wie ich ihn drehen könnte, dass er da runterkommt, aber... So, wir sind auf jeden Fall verbunden irgendwie. Ich muss nur gerade gucken, dass ich das B nochmal erwische. Das ist jetzt das Problem. Nein, da war's. Ich hab's leider die falsche Taste in der Hand gehabt. Gut, nochmal hoch. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wunderbar, gut, okay. Dann sind wir jetzt zu dritt in der ganzen Geschichte. Und dann können wir uns auf dem Heimweg machen. Das sollte dann nicht so schwer sein. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wir könnten mal gerade gleich... Ja, können wir in der nächsten Folge gucken, was wir noch an Experimenten mitnehmen können oder sowas. Und ja, dann schauen wir weiter. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.